Der richtige Gebrauch von den Superlativen soll jetzt hier in diesem Video das Thema sein. Und zwar drückt man mit dem Superlativ die höchste Stufe aus, also den höchsten Grad, das Beste, was man sagen kann über eine Eigenschaft oder ein Merkmal. Das heißt, Eigenschaft, ich schreibe das nochmal mit hin, Eigenschaft oder Merkmal, die ich da beschreiben möchte, das ist das Höchste, was ich sagen kann. Es hebt sich also von allen anderen ab. Als Beispiel der ICE, nochmal, der ICE fährt am schnellsten als alle, nee, das muss heißen, fährt am schnellsten, sonst habe ich ja fährt schneller als, dann habe ich ja ein Komparativ falsch gebildet gerade. Es muss heißen, ICE fährt am schnellsten von allen Zügen, weil ich ja den höchsten Grad ausdrücken möchte. Ich habe auch von allen vier Strecken ist A am längsten. Hier habe ich dann auch die superlative Form, also am schnellsten, am längsten. Da habe ich wieder die ST-Endung an dem Superlativ dran, was charakteristisch dafür ist, und auch das am mit dabei. So habe ich also die höchste Stufe von der Eigenschaft oder Merkmal, drücke ich damit aus. Ich kann das aber auch sagen ohne einen direkten Vergleich, also dass ich einen Bezug herstelle. Das geht mit dem Superlativ auch und das nennt sich dann der Elativ oder auch, ich schreibe das mal als Überschrift hin, absolute Superlativ. Hört sich groß an, ne? Oder auch der Elativ nennt man den, wenn man also keine Vergleichsgröße hat. Zum Beispiel, die Bank legt größten Wert auf Diskretion, meinetwegen. Größten Wert. Größten ist hier der Superlativ, weil ich auch die ST-Form habe bei diesem halb unregelmäßigen Adjektiv. Ich kann auch sagen, bei dem leisesten Geräusch wacht das Baby auf. Oder wir hatten die Lösung aufs Genaueste. Da benutze ich auch den Superlativ, habe aber keine Vergleichsgröße. Also ich habe keinen Vergleich mit der Aussage, beim leisesten Geräusch wacht er auf. Leisesten Geräusch von was denn? Brauche ich nicht, weil ich dann hier nämlich den absoluten Superlativ oder auch Elativ genannt einsetze, um damit einfach nochmal einen sehr, sehr, sehr hohen Grad ohne Vergleichsgröße auszudrücken. Solche Superlative werden dann auch häufig in Briefen oder in Gesprächen irgendwie mit super wichtigen Leuten, mit Geschäftspartnern oder mit dem Rektorat der Schule oder irgendwie sowas benutzt. Da sagt man mit besten Grüßen. Keine Vergleichsgröße, ist aber das Beste, was ich dir mit auf den Weg geben kann. Oder auch freundlichst ihr, wenn man unterschreibt, ihre Nicole Terhorst, dann hat man auch freundlichst, ist auch dann der absolute Superlativ, ist also auf sehr, sehr hohem Grad. Besser geht's dann gar nicht mehr. Das sind also die Formen, die man mit dem Superlativ bilden kann und auch wie man ihn benutzen kann. Und was er dann in einem Satz, in einem Gefüge aussagt, was für ein Grad.